Hallo, guten Morgen. Ich bin heute, wie ihr sehen könnt, im Zentrum, im Einkaufscenter Oberhausen. Und ich bin ja bei der Gilly Hicks Eröffnung. Nur um euch das mal zu präsentieren. Also, ne? Ich bin jetzt nicht eingeladen worden oder so. Sondern aus reiner Neugierde, der Store ist endlich eröffnet. Die ersten Leute gehen rein. Moment. Sehen habt, dürfen nicht immer alle Leute einfach so da reinmarschieren, sondern da dürfen vielleicht 20, 30 Leute rein und dann wird gestoppt und ja. Psychedelic Party es buena sensación. Psychedelic Party. Eso sí es el soul. Psychedelic Party, toda confusión. Psychedelic Party, esta alucinación. Ja, ich bin's wirklich. Also das war die Gilly Hicks Eröffnung. Ich war ja noch kurz in dem Laden drin. Ich bin also wirklich nur einmal überall so durchmarschiert und habe mir das angeguckt. Also Unterwäsche und also es gab Unterwäsche, Schals und Mützen, Pullover, so Strickkapuzenjacken mit Fell, die waren super schön. Auf die Preise habe ich jetzt nicht so geguckt. Dann gab es noch eine Ecke so mit Körperpflegeprodukte, Bodyspray, Dusch und Bodylotion und Lipglosse. Die Lipglosse waren, glaube ich, von weiß, blau, rosa, mit und ohne Glitzer, aber die waren sehr schier. Ich habe die alle geswatcht, ich habe die alle ausprobiert. Die glitzernden, da ist einer, der ist sehr, sehr schön. Der ist so lila und hat so blaue und bordeauxfarbenen Glitzer und Schimmer. Und der sah sehr, sehr schön aus. Aber die waren mir dann doch zu teuer und zu schier und sehr, sehr sticky, also sehr klebrig. Und so vom Geruch her war das so süß, süß-fruchtig. Also wenn euch sowas interessiert. Der Store an sich, wie man das auch von Hollister oder Abercrombie kennt, ist es dunkel. Ja, der Laden ist dunkel. Und nur auf die Klamotten sind dann halt diese Halogen-Spots gerichtet. Und boah, teilweise, wenn man da doof steht, dann wird man so eingesprüht vom Parfum. Da sind überall nämlich so Parfum-Dinger und die sprühen die ganze Zeit wie auf der Toilette. Kennt ihr das? Und so, wenn man vorbeigeht, dann sprüht das so. Also verwundert euch nicht, ich warte hier auf dem Parkplatz. Es ist hier so zum Kotzen. Also bis man hier mal einen Parkplatz findet, da kann ich 3 Videos machen. Wo war ich? Ja, der Laden sieht, das sieht halt alles immer so aus, wie als wenn man bei irgendwem im Wohnzimmer. Ja, es liegt da so kleine Teppiche und die Wände sind halt so schön gestaltet und alles ist so dunkel und edel und schön und so Kristallkronleuchter und sieht schon sehr, sehr schön aus. Ne? Mal abgesehen von den Leuten, die da arbeiten. Die sehen ja immer alle aus, ne? Wie aus irgendeiner Modezeitschrift rausgesprungen. Ja, nur so super junge Mädchen in den heißesten kleinen Hotpants und Röcken, die die Welt je gesehen hat. Da kriegt man echt Depressionen, wenn man da so als hochschwangere, geschwollene, fette Cola durchwankt. Also furchtbar, also klamottentechnisch. Ich habe mir das alles angeguckt, aber da passe ich ja überhaupt gar nicht rein. Da muss ich wirklich noch warten. Deswegen habe ich, ich habe aber trotzdem was gekauft. Und das Witzige war, ich war die letzte Person, die da reingegangen ist. Und war die erste, die mit einer Tüte wieder rauskam. Und natürlich haben dann
ich weiß nicht, wie viele Leute ein Foto davon gemacht. Ich glaube einmal das Zentro an sich, dann der Gilly Hicks Store und ich glaube noch eine Zeitung oder so, weil ich natürlich ausgerechnet die erste Kundin war, die mit einer Tüte aus dem Laden kam. Oh, und dann wurde ich halt fotografiert mit den heißen Typen, die da davor stehen. Ich frage mich nur, warum stehen da Männer in Badeshorts vor einem Geschäft, wo es nur Damenbekleidung gibt? Das verstehe ich nicht. Also bei Hollister macht das ja noch Sinn. Da gibt es ja auch Herrenklamotten. Aber warum machen die das da? Warum stehen da nicht nette Damen in kurzen Sachen? Ich weiß es nicht. Also das Foto hier, das habe ich gemacht. Moment. Das Foto war vorher. Da haben wir noch gewartet in der Schlange. Ja, ich weiß. Ich sehe da aus wie so ein kleiner, fetter, knubbeliger Hobbit. Also diese Perspektive ist nicht wirklich sehr schmeichelhaft für mich. So, und das war dann, als ich eben aus dem Store wieder rausgekommen bin. Da haben sie mich dann auch nochmal fotografiert. Ja, da fühlt man sich natürlich überhaupt nicht schlecht, so dick und geschwollen neben diesen Adonis, ja, neben diesen Männermodels. Egal. Ja, also ich habe, also das ist meine Tüte, ja, ich habe also was gekauft. Ach, die Tüte, oh, die Tüte riecht. Also die Tüte ist auch geil. Die ist so aus so schönem, dicken aus Papier. Und dann sind da so Stoffhenkel, so ganz weiche, dicke Stoffhenkel. Finde ich total schön. Das ist viel gemütlicher als Pappe oder irgendwas anderes. So, dann zeige ich euch, was ich mir gekauft habe. Immer noch kein Parkplatz. Natürlich nicht. Und zwar wollte ich eigentlich ursprünglich nur dieses hier haben. Ich habe mir nämlich einen Body Spray mitgenommen in Color Bluff. Colors, das sind ja diese Blumen. Und ich liebe Colors. Colors sind meine absoluten Lieblingsblumen. Schatz, wenn du das siehst. Ich will keine Rosen, ich will Colors. Und das ist so ein geiler Duft. Boah, das ist so Hammer. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist so, aber überhaupt kein Herbst- und Winterduft. Das ist blumig, ist so ganz frisch blumig und riecht aber auch irgendwie nach Frucht. Ich weiß nicht, nach welcher Frucht. Hier steht auch, glaube ich, nicht drauf, welche Frucht. Boah, ey, das ist so geil. So ein bisschen nach, ich weiß nicht, so nach Banane. Irgendwie so noch so ein kleines bisschen fruchtig. Aber ich kann ehrlich nicht sagen, was. Und eigentlich wollte ich nur dieses haben. War dann an der Kasse. Und die sagte dann 12 Euro. Und dann dachte ich so, wie? Eins kostet 12 und drei kosten 18? Ja, sagt sie. So ist das. Okay, macht Sinn. Nicht. Nein, dann habe ich drei gekauft. Weil, ne, wäre ja bescheuert, dass ich für eins 12 ausgebe. Dann lege ich noch ein bisschen was drauf. Dann habe ich alle drei Düfte. Dann habe ich mir mitgenommen Velvet Cassia. Der riecht auch richtig toll. Da konnte ich mich nicht entscheiden anfangs. Aber das riecht ganz anders. Das riecht so, boah, wie soll ich das, so ein bisschen, Gott, ich muss es nochmal. Ja, wie, ja, so nach dunklen Beeren. Und ein bisschen, also nicht so süß. Und frisch, ein bisschen anders. Ja, so nach dunklen Beeren. Kennt ihr von Airwaves diese lilanen? So riecht das irgendwie, wie diese dunklen Airwaves. So ein ganz klein bisschen minzig irgendwie auch sogar. Ich weiß nicht, auf jeden Fall so, wenn man das so riecht, das riecht so nach dunkler Johannisbeere und Cassis und, na, Cassis ist das ja. So, und der dritte ist Blue Camden. Ich weiß gar nicht, was Camden bedeutet. Das, also ihr wisst das bestimmt. Einer von euch kann mir bestimmt sagen, was ein Camden ist. Wahrscheinlich auch irgendwie eine Blumenart. Also designtechnisch sind da überall Blumen drauf. Keine Ahnung. Also ich sprühe das jetzt einmal, um euch den Duft zu beschreiben.
ist auch super. Der ist überhaupt nicht fruchtig, gar nicht, kein Stück. Es ist so sauber, ein sehr sauberer, reiner, frischer, frisch, aber nicht zu frisch, so ein bisschen, ich weiß gar nicht. So wie frisch gewaschen, so ein frisch gewaschener Duft, aber trotzdem blumig. Also geht überhaupt nicht in die fruchtige Richtung, geht mehr so in die blumige Richtung. Sehr, sehr schön. Und ja, diesen hier, das blaue, möchte ich euch schenken. Obwohl, ich finde ja alle drei sehr schön, aber ja, also den blauen hier, den möchte ich euch an euch verlosen. Jilly Hicks, schreibt mir, was könntet ihr denn mal, einen kleinen Weihnachtsvers. Nichts Langes, vielleicht ein, zwei kleine Sätze nur, einfach so einen klitzekleinen Weihnachtsvers, vielleicht mit den Worten Jilly Hicks noch verbunden. Das ist schon ein Schwierigkeitsgrad, ne? Also an den nettesten Weihnachtsvers, der Jilly Hicks beinhaltet, der bekommt das dann. Und ich sag mal, die Aktion geht jetzt bis Sonntag, damit ihr das auch noch vor Weihnachten bekommt. Ja, okay, das war's. Das war mein kleiner Einkauf. Und ja, wenn ihr im Zentrum Oberhausen seid, geht da mal vorbei. Genauso wie, ja, geht da mal gucken, wenn ihr auf diese Sachen steht. Ich finde ja die Qualität, das Design und so von Jilly Hicks sehr, sehr ansprechend. Leider ist es überhaupt nichts für etwas kräftigere Damen und schon gar nicht hochschwangere Damen. Das ist wirklich für, ja, ich sag mal, alles bis Größe 38 wird da glücklich werden. Aber ich schätze mal, mit 40 und so, das kann man schon echt vergessen. Also, ich werde nach meiner Schwangerschaft ein ganz, ganz tolles Projekt starten mit der lieben Anne. Die kennt ihr vielleicht, der eine oder andere von euch. Die hat jetzt ein tolles Buch rausgebracht und ja, wie sie 150 Kilo abgenommen hat und zusammen mit ihrem Personal Coach, ich glaube, das ist auch ihr Coach, also ihr Fitnessguru quasi, machen wir ein tolles Projekt für Mamis, die gerade, beziehungsweise Frauen, die gerade oder Mütter geworden sind. Und ja, halt machen wir dann Rückbildung und ja, mal gucken, dass mein, wie ich meinen Körper halt wieder schön ins Gleichgewicht bekommen kann nach dieser Schwangerschaft, weil der Körper leidet ja auch sehr und die Muskulatur und alles. Also das ist schon sehr anstrengend für einen Körper, so eine Schwangerschaft. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das fängt dann an im Januar. Und ja, ich bin schon da total aufgeregt und freue mich da schon total drauf. Und ja, dann bin ich frohen Mutes, dass ich dann gegen April, Mai dann mal zu Jilly Hicks gehen kann, um mir vielleicht tatsächlich mal ein Pullover zu kaufen. Ja, okay. Also, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Mein kleiner Ausflug zu Jilly Hicks heute. Ja, ich nehme ja alles mit. Ich mache ja zurzeit alles, damit das Warten zu Hause, dass jetzt mal irgendwie eine Wehe kommt, das macht mich irre. Also versuche ich mich mit allem irgendwie zu beschäftigen, wie es geht, abzulenken. Ich werde jetzt, wenn ich nach Hause, wenn ich irgendwann mal einen Parkplatz bekomme hier, immer noch keinen. Kaum zu fassen, oder? Also ich werde jetzt den Nachmittag damit verbringen, mal Kekse zu backen noch weiter. Ich habe gestern irgendwie schon 6 Stunden Kekse gebacken. Und heute werde ich die mit Gracie zusammen, Entschuldigung, mit Gracie zusammen verzieren, mit Zuckerperlen und so. Ja, Beschäftigungstherapie, ne? Ich bin auch nur dabei, ganz, ganz viele Videos für euch vorzudrehen, für meine Babypause. Und die schon mal zu bearbeiten, dass ich die nur noch hochladen muss an dem Tag. Also wirklich, die letzten Tage sind ja wirklich furchtbar. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich Twitter oder so, da brechen immer ganz viele von euch zusammen und denken so, oh, es geht los, es geht los. Meine Mutter, die sagt auch schon, bitte ruf nicht mehr an, wenn du nicht gerade in den Wehen liegst. Das halten keine Nerven mehr aus. Mein Freund sagt auch, wenn er unterwegs ist und das sein Handy vibriert, dann hat er auch schon den kalten Schweiß auf der Stirn. Ja, also ich mache alle Leute total nervös. Ja,
ich selber bin auch nervös. Ja, für mich ist das auch nicht schön. So, und jetzt sitze ich hier und laber und alle Leute denken, what the fuck, warum redet die Frau im Auto mit ihrem Armaturenbrett? Aber, mein Gott, sollen sie es denken, ne? Ja, vielleicht fährt ja mal irgendwann mal einer hier weg. Gut, dass ich was zu trinken habe. Und wie geht's euch sonst so? Was läuft bei euch so? Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Ich habe noch gar keine. Ich habe noch nicht ein einziges beknacktes Weihnachtsgeschenk. Ja, sollte ich vielleicht auch mal mit anfangen, ne? Oh, ja. So, und bevor ich euch jetzt mit meiner Langeweile ansticke, mache ich jetzt Schluss. Okay. Bis dann, meine Lieben. Tschüssi. Und denkt dran, ne, schreibt mir hier einen kleinen Weihnachtsvers. Muss nicht lang sein. Nur irgendwie ein kleiner weihnachtlicher Vers, der sich reimt mit den Worten Jilly Hicks. Okay. Bye. Over and out.